Sehr geehrte Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite und vielen Dank der Organisation für die Einladung, dass ich meine Praxiserfahrungen in Bezug auf die nachhaltige Verantwortung unseres Unternehmens mit Ihnen teilen darf. Wir haben vor praktisch einem Monat das Vergnügen gehabt, hier am Ethikinstitut im Rahmen unserer Strategieklausur eine schöne Erfahrung mit dem Ethik-Check zu machen. Und auch dafür einen herzlichen Dank an Herrn Dr. an Herrn Bischof Dr. Schwarz, dass es eine solche Möglichkeit für Unternehmen überhaupt gibt. Dankeschön. Ganz ehrlich, so einfach ist das mit dem gesamtheitlichen nachhaltigen Ansatz nicht. Nehmen wir meine Anreise. Ich hatte zwar wirklich versucht, öffentlich anzureisen, aber aufgrund von Terminen gestern, heute und morgen bin ich mit dem Auto gekommen. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich immer wieder die Frage stellt, was kann ich tun, wie viel kann ich tun und wie kann ich es tun? Und bevor ich mit der Unternehmenspräsentation anfange, ist es mir ganz, ganz wichtig, mit Ihnen ein paar Gedanken zu teilen. Denn es steht alles miteinander in Verbindung. Laut der am 30.09. veröffentlichten internationalen Studie von Living Planet sieht es so aus. Derzeit verbraucht die Menschheit als Gesamtes die Ressourcenmenge von 1,5 Planeten. Mehr als 50% des globalen ökologischen Fußabdruckes gehen auf die Freisetzung von Kohlendioxid zurück, das den Klimawandel anheizt und unsere Meere versauern lässt. Kommen wir zu Österreich. Österreich liegt mit seinem Pro-Kopf-Fußabdruck von allen untersuchten Ländern auf Platz 17. Würden alle Menschen so leben wie die Österreicher, bräuchte die Menschheit 3,1 Planeten, um die Bedürfnisse aller Menschen zu decken. Wir rechnen, also nehmen uns vor allem, also dreimal so viel, wie uns zusteht. Mehr als die Hälfte des ökologischen Fußabdruckes Österreichs fällt mit 57% auf die Freisetzung von Kohlendioxid, gefolgt vom landwirtschaftlichen Ackerbau. Darauf entfallen rund 20%. Und jetzt kommen wir auf die soziale Komponente. 30% aller Beschäftigten in Österreich sind im Niedrigqualifikationssegment. Das sind über 1,3 Millionen Menschen. In unserem Unternehmen sind es in manchen Sparten bis zu 70%. An dieser Stelle ein kleiner Appell von meiner Seite, weil ich mich damit wirklich seit vielen Jahren sehr intensiv damit beschäftige und auseinandersetze. Ich wünsche mir mehr Involvierung von Unternehmen in politischen Belangen, indem sich Unternehmen auch Nachhaltigkeitsinteressensgemeinschaften anschließen, damit die gebündelte Kraft und Stimme auch in der Politik eine ganz andere Wertigkeit einnimmt. Und es gibt schon erste Erfolge in dieser Richtung, wenngleich auch unser sogenannter österreichischer nationaler Aktionsplan noch immer in einer Schublade liegt. Irgendwann wird auch der herausgenommen. Wir haben in unserer Organisation die Bedeutung erkannt. Ich muss auch dazu sagen, dass unser Unternehmen ja vom Großvater der Frau Simacek gegründet, 1942, mit der Schädlingsbekämpfung, das vielleicht wenige von Ihnen wissen, denn wir sind eher bekannt für die Reinigung. Wir haben aber auch andere Spezialisierungssparten, wo es um die Industriekletterei geht oder auch mit unserer Marke Contento, indem wir in Seniorenheimen, in Spitälern für die Verpflegung und für das Care-Catering verantwortlich sind. Und mit rund 100 Guards, Sicherheitsleuten, sind wir alleine in Wien für die Sicherheit unserer Kunden bemüht. Also, das lassen wir noch. Wir beschäftigen uns intensiv tagtäglich mit Fragen, wie übergeben wir das Unternehmen der nächsten Generation. Wir hoffen ja an die Tochter von Frau Simacek, die allerdings möchte momentan noch eher Moderatorin oder Schauspielerin werden. Wir werden noch sehen, sie ist erst 13. Wir beschäftigen uns mit den Themen, dass die Ressourcen immer knapper werden
und immer teurer. Und wir beschäftigen uns auch mit dem Thema des Fachkräftemangels, den Themen des Demografiewandels und der sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen auf unser Unternehmen, die daraus entstehen, und die ständig wachsende Bürokratie und die gesetzlichen Auflagen. Wir haben es schon heute einmal gehört. Und wir reagieren darauf, indem wir innovative, nachhaltige Lösungen suchen. Aber bitte jene, die wir suchen, sind die, die gebraucht werden, um die zukünftige unternehmerische Freiheit sicherstellen zu können. Und dazu muss man miteinander reden. Wir haben heute schon einiges über Stakeholder-Management gehört. Das ist nicht selbstverständlich, sowohl das interne Stakeholder-Management als auch das externe Stakeholder-Management bei uns von großer Bedeutung. Für mich persönlich ist es ganz klar, dass ich als Person nicht untätig sein kann, und ich denke, dass es die Menschen in einem Unternehmen ausmachen, die als Vorbilder werteorientiert agieren. Ich habe Ihnen die Wirkungsbereiche unserer nachhaltigen Verantwortung mitgebracht. Es geht heute nicht mehr darum, dass man eine Lösung bzw. eine Leistung, ein Produkt erbringt, sondern wie diese erbracht wird und wie hoch unser Anteil am sozialen und ökologischen Defizit ist. Eben im Sinne der Verantwortung für die Menschen und die Umwelt. Wir haben jetzt analysiert, in welchen Handlungsfeldern wir welchen Bedarf haben, und das ist bitte ein Prozess, der seit vielen, vielen Jahren läuft. Ja? Ganz konkret mit der systematischen Implementierung einer CSR-Strategie haben wir uns erstmalig 2010 beschäftigt. Wir haben nachgefragt, bei unseren Mitarbeiterinnen, unseren Kunden, mit unseren Lieferanten gesprochen, uns mit den Expertinnen ausgetauscht, und die zentrale Frage ist auch immer wieder die gleiche: Was erwarten unsere Anspruchsgruppen zum Thema Nachhaltigkeit und ethischen Wirtschaften von uns? Wir haben es geschafft, Ende 2013, mit der gesamten Entwicklung der letzten Jahre uns für die neue ÖNORM-Regel 1925-00 zertifizieren zu lassen. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass wir haben sehr viele Zertifizierungen, die sind im heutigen Wettbewerb auch erforderlich, sondern es hat damit zu tun, dass allein die Kriterien, die in einer solchen Zertifizierung vorhanden sind, ein wunderschöner Bauplan in die Zukunft sind. Und um das geht es im Wesentlichen, nicht ein neues, zusätzliches Zertifikat zu haben. In unseren Leitstrategien, und das war das Wunderbare an unserer Strategieklausur vor einem Monat, das Wunderbarste daran war, dass wir in unseren Leitstrategien, und das ist allerdings das erste Mal darin gestanden, das muss ich auch dazu sagen, die gesellschaftliche Verantwortung und die Innovationskraft als Leitstrategie definiert war. Gesprochen haben wir schon lange davon. Aber jetzt ist es sozusagen auch nicht nur in die geschichtlich-historische DNA des Unternehmens gewachsen, sondern in die wirtschaftliche DNA des Unternehmens gewachsen. Und das ist ein Meilenstein, wie ich meine. Unsere Führungskräfte nehmen verpflichtend an Diversity-Trainings teil und orientieren sich an einem gemeinsam entwickelten Führungsleitbild. Wie wir die ersten Diversity-Trainings für unsere Führungskräfte gemacht haben, habe ich gehört: Warum sollen wir Diversity-Trainings machen? Warum sollen wir interkulturelle Kompetenzen stärken, uns darin stärken? Wir tun seit Jahrzehnten nichts anderes und wir könnten selbst diese Trainings halten. Letztendlich ist es immer wichtig, das Thema Diskriminierung, das Thema Gender, andere Aspekte von Professionisten und Expertinnen auch von außen betrachtet zu sehen. Und letztendlich war es dann so, dass 93% aller Führungskräfte gesagt haben, ich würde sofort wieder ein Diversity-Training besuchen, weil sie dadurch Neues lernen. Werte sind ein wichtiges Fundament, und wir haben 2012 begonnen mit der Entwicklung unseres Code of Conduct. Dieser Code of Conduct hat eine ganz spezielle Bedeutung, weil
Ich habe das heute mit den Arbeitsgruppen sehr lustig gefunden, was Sie gesagt haben. Im Endeffekt war es aber schon ein Arbeitskreis, muss man dazu sagen. Aber nicht, weil wir nicht mehr weiter wussten, sondern weil es uns einfach wichtig war. Wir haben über 7000 Mitarbeiter aus 30 Nationen beschäftigt. Wir sind in ganz Europa tätig. Wir haben eine Multikulturalität, die entweder typisch für österreichische Unternehmen oder völlig untypisch ist. Und im Wesentlichen ist es einfach so, ich habe das heute schon einmal gehört, den kleinsten gemeinsamen Nenner, und genau um das ist es gegangen. Wir haben griechisch-orthodoxe Kolleginnen und Kollegen, wir haben muslimische Kollegen und Kolleginnen, christliche, wir haben eine Religionsvielfalt, die ihresgleichen sucht. Dennoch haben wir es geschafft, uns auf 5 gemeinsame Werte auch zu einigen. Und diese Werte sind die Wertschätzung. Es ist vor allem, ich habe das nicht auf der Folie nicht drauf, Entschuldigung. Es ist die Wertschätzung, es ist die Kundenorientierung, es ist die Integrität, es ist die Toleranz. Und es ist vor allem eines, die Verantwortung. Und wir haben in die Arbeitsgremien und Arbeitsgruppen den Auftrag gegeben, Sie mögen doch bitte eine Merkbrücke entwickeln zu unseren Werten. Ich meine, natürlich wollten wir, dass sich in so im Daily Business, ich sage es jetzt Englisch, sich auch die ganzen Funktionäre, Managerinnen, Manager zumindest 5 Minuten während ihrer Meetings mit den Werten beschäftigen. Und wir haben eine ganz wunderbare Merkbrücke zurückbekommen. Und seither wird auch die Reihenfolge unserer Werte genau nach dieser Merkbrücke ausgerichtet. Und diese lautet, ein Kollege hat gesagt, für mich ist das ganz einfach. Wie viel kann ich tun? Und das war super, weil genau um das geht es. Es geht um die Stärkung der Eigenverantwortung. Aber wenn Sie glauben, dass 7000 Menschen in ganz Europa sofort gleich diese Werte leben, ja, das glauben Sie alle nicht. Wir auch nicht. Wesentlich ist dabei, dass wir auf viele, viele Jahre hier ein ganz klares Bild davon haben, wie wir das kommunizieren. Wie wir unsere Führungskräfte trainieren, dass sie es vorleben und herunterbrechen auf auch die einfache Verständlichkeit dieser Thematik. Und ich meine jetzt nicht nur, dass man es übersetzt in mehrere Sprachen, sondern ich meine auch die Einfachheit der Sprache. Und so haben wir unseren Code of Contact auch mit Atempo in Graz, das ist ein Social Entrepreneur Unternehmen, einen Leichtlesemodus wirksam machen können. Die haben sich darauf spezialisiert, dass sie Dokumente, die in unserer intellektuellen Welt so wichtig sind und das Businessdeutsch verankert haben, auch tatsächlich in einer Leichtleseversion, in einem barrierefreien Dokument sich ausdrücken. Und mittlerweile ist es ganz interessant, wir haben unsere Businessfassung, sie steht auch auf der Homepage, aber tatsächlich in Gespräche mit anderen Menschen nehmen die meisten Managerinnen und Manager heute die Leichtleseversion mit, weil sie etwas ausdrückt. Sie drückt nämlich vor allem die Wertschätzung aus, die wir Menschen gegenüber empfinden, deren Muttersprache zum Beispiel nicht Deutsch ist oder die unter Umständen auch eine Leseschwierigkeit haben. Was es auch immer ist, der Zugang zu den Informationen, diese gilt es zu erleichtern. Und da bin ich auch schon bei meinem nächsten Beispiel, nämlich unsere Sprachenprojekte. Wir haben 2010 begonnen, ich habe Ihnen schon erzählt, wir verwenden sehr viel Zeit darauf, mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sprechen. Und viele unserer Kolleginnen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, haben uns erzählt, warum sie die deutsche Sprache noch nicht erlernt haben. Sie haben zum Beispiel gesagt, wir haben kein Geld. Der Bildungscheck, keine Information. Oder wir sind nicht mobil. Viele sind Frauen. Wir haben ein Thema in unserer Branche, wo geteilter Dienst völlig üblich ist. Das Sprachenangebot findet nicht zu der Zeit statt, wo unsere Mitarbeiterinnen die Sprache erlernen können.
Wir sind dann hergegangen und haben mit dem österreichischen Integrationsfonds eine Allianz gegründet und haben gesagt, bitte, das muss doch möglich sein, stellt uns doch ein paar Sprachexpertinnen und Experten, die in der interkulturellen Kompetenz gestärkt sind, zur Seite und wir gehen in die Betriebe. Wir reden mit unseren Kunden, wir sagen unseren Kunden, lieber Kunde, bitte stell uns einen Raum zur Verfügung. Warum? Naja, weil fast 90% unserer Kolleginnen und Kollegen nicht in unserem Haus tätig sind, sondern in den Objekten unserer Kunden. Ja, 2010 haben wir damit begonnen. Wir hatten uns damals vorgenommen, 350 Sprachausbildungen zu realisieren. Wir haben jetzt 2014, wir haben 300 Sprachausbildungen realisiert und wir haben beschlossen, dass diese Innovation bei Simacek auch die nächsten 5 Jahre anhält. Das heißt, wir können weitere hunderte Sprachausbildungen realisieren. Ich muss jetzt ein bisschen kürzen, weil ich glaube, ich kriege schon ganz böse Blicke. Ich komme ganz kurz auf, ja, ein Punkt ist noch ganz wichtig dabei. Es sind keine altruistischen Motive, die uns leiten. Das haben wir heute schon ein paar Mal gehört. Es darf auch gewinnerwirtschaftet werden. Ich denke immer, das ist nur die Frage des Wies. Und für uns gilt es, eine Art Balance herzustellen. Und es kommt von den Menschen einfach wirklich sehr viel zurück. Gesteigerte Motivation und die Arbeitsleistung. Und wenn Sie von einer Mitarbeiterin nach einem absolvierten Sprachkurs zum Beispiel hören, ich habe jetzt keine Angst mehr, zum Elternsprechtag zu gehen, dann wissen Sie, welche Wirkung das auch auf die Gesellschaft hat. Ganz kurz zu den Umweltaspekten. Einen großen Anteil an dem, wie und womit wir es tun, haben unsere Betriebsmittel, die wir für unsere Arbeit einsetzen. Die Reinigungsmittel, die Maschinen und das Wasser. Und beim Einsatz der Betriebsmittel achten wir schon beim Einkauf darauf, dass es sich der Umwelt zuliebe um zertifizierte Produkte handelt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wir haben einen Lieferanten, mit dem wir seit 25 Jahren handeln. Der ist mit uns mitgewachsen. Und dem stellen wir auch immer wieder die herausfordernden Fragen: Welche weiteren Produktinnovationen kannst du uns bieten, dass wir unserer nachhaltigen Verantwortung nachkommen können? Und das ist etwas, ich habe das heute schon gehört, der Kunde ist König. Diese Fragen stellen wir auch unseren Kunden. Denn es ist von höchster Relevanz, wenn zum Beispiel bei uns in Österreich es üblich ist, dass man geteilte Dienstreinigungszeiten hat. In Skandinavien haben wir 80% Tagesreinigung. Wir haben in Europa 32% und jetzt dürfen Sie raten, wie viel es in Österreich ist. Wie viel glauben Sie, dass es ist, Tagesreinigung in Österreich? Wie viel Prozent? 20%? Es sind 8%. 8% sind es. Es gilt an uns, unsere Kunden auch dahingehend aufzuklären, was das Thema Integration für uns bedeutet, aber auch für den Kunden bedeuten kann. Weil dadurch entstehen auch sehr qualitative Prozesse. Und es ist auch an uns, hier Modelle und uns selber als Modell zu sehen, als Best Practice, denn wir haben in unserer eigenen Zentrale nur Tagesreinigung. Und wir haben duale Dienste, nämlich duale Dienste mit Menschen, die zum Beispiel auch eine Behinderung haben. Denn wir würden unseren Kunden nichts empfehlen, was wir nicht selbst bereit sind zu leben und zu tun. Ich habe nur eine Minute, wurde mir gesagt. Das ist ein Drama. Also als abgeschlossen können wir unsere Entwicklungen ganz sicher nicht betrachten. Und es ist ein fortlaufender Prozess, der schon Jahre geht und noch Jahre dauern wird. Die gute Nachricht ist, und das ist das, was uns besonders freut, nämlich, da geht es auch jetzt ein bisschen um den Gewinn, nämlich dass unsere Bemühungen noch Früchte tragen. Und wir konnten heuer einen sehr großen Kunden mit einem Potenzial auf Jahre gewinnen, der gesagt hat, und ich nehme genau euch, wegen eurem CSR-Engagement, wegen eurem CSR-Profils. Und jetzt bin ich gar nicht zu etwas ganz Wichtigem gekommen, die eine Slide zumindest bitte noch, nämlich den B2B Diversity Day. Gib mir noch 1,5 Minuten. Ist das okay? Super, danke. Wir haben bereichsübergreifend, organisationsübergreifend einen Dialog gestartet und haben 2011
den B2B Diversity Day ins Leben gerufen. Da geht es darum, dass wir sind Klinkenputzen gegangen. Auch die Frau Simacek ist Klinkenputzen gegangen. Und wir haben begeistert Organisationen dafür, die Politik, aber auch Interessensgesellschaften, dass es eine gemeinsame Plattform gibt, wo man Praxisbeispiele von Unternehmungen zeigt, so nach dem Motto, abschauen erlaubt, nachmachen erwünscht, wie Unternehmen mit ihrem Diversitätsmanagement erfolgreich sind. Und es ist uns gelungen. Und es ist uns schon zweimal gelungen. Mittlerweile haben 140 Kooperationspartner mitgewirkt. Es haben Politikerinnen und Politiker am Podium zu dem Thema diskutiert, wie sie denn die Wirtschaft unterstützen zum Thema Diversitätsmanagement. Ja? Und es wurden über 50 Best Practices bereits gezeigt und es wird auch jedes Mal eine Sammlung dieser Best Practices gemacht. Ich habe Ihnen ein paar Exemplare mitgebracht. Sie können gerne bei mir auch noch weitere Exemplare anfordern. Und wenn uns die Wirtschaft auch wieder 2015 unterstützt, wir sind gerade in Planung mit vielen schönen Best Practices, wie sie zu den Themen Alter, wie sie zu den Themen Gender, wie sie zu dem Thema beispielsweise Inklusion von Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz, aber auch mit den Themen Ethnie, Religion oder sexuelle Orientierung, ich traue mich das jetzt zu sagen, erfolgreich sind, ja. Dann wird es auch wieder einen B2B Diversity Day 2015 geben. Und Sie sehen, der Spannungsbogen ist sehr groß. Und ich danke Ihnen jetzt sehr herzlich, ich schließe damit.